kriegen ja die Sonnenenergie geschenkt. Die Energie, die die Sonne uns gibt, die ist da. Das heißt also, die Vision ist, dass das, was wir von der Sonne in der Natur geschenkt bekommen, jeden Tag, jede Stunde, und das reicht, das wissen wir, auch für 10 Milliarden Menschen, dass wir das clever nutzen. Als Vater, der Kernkraftwerke entwickelt hat, war ich sehr betroffen, als in Tschernobyl wir diese Probleme bekommen haben und ich meine Kinder nicht mehr in den Sandkasten lassen konnte und mit meiner Frau nicht mehr in den Wald gehen konnte und Pilze suchen. Die Sonne hilft uns, elektrischen Strom über Photovoltaik zu geben. Und da haben wir schon so viele Kernkraftwerke ersetzt mit diesen unglaublichen Photovoltaikleistungen auf unseren Dächern. Das war also, waren meine Schlüssel und die möchte ich auch meinen Schülern weitergeben als Berufsschullehrer. Ja, also wir haben hier den Solateur geschaffen. Der Begriff Solateur ist ein Kunstwort vom Solartechnik-Installateur. Wir haben den gebraucht, weil wir die Brücke gebraucht haben zwischen verschiedenen Berufsfeldern, Elektrotechnik und ja, Sanitärheizungs-Klimatechnik. Solateur ist eine Qualifizierungsmaßnahme europaweit gewesen. Wir verspüren stolz, dass erneuerbare Energien eingeführt werden. Ja, als gewinnbringend, wenn wir es durchrechnen, die Sonne stellt keine Rechnung. Mein Name ist Manfred Wolf. Ich vertraue darauf, wenn wir alle achtsam handeln, dann kommen wir voran. Lasst uns dies zur Realität werden.